Herzlich willkommen, YouTuber, zu meinem Let's Play World of Warcraft. Heute befinden wir uns an der Grenze dreier Länder. Zu unserer Linken liegen die Grizzly-Hügel. Unter unseren Füßen erstreckt sich die Drachenöde. Und hinter uns liegt das weite Land der Eistrolle, Zul'Drak. Und an dieser strategischen Position liegt die Festung Drak'taron. Und weil sie so strategisch günstig ist, hat die Geißel diese Festung angegriffen und größtenteils überrannt. Und wir müssen die Festung von der Geißel und den Eistrollen befreien, damit die Agentung Dämmerung, die Kämpfer des Lichts, ihren Rücken frei haben können und sich anderen Bedrohungen zuwenden. Okay, wir werfen zunächst einmal an diesem blonden Zopftag ein Blick auf die Instanzkarte. Hier der Ladebildschirm, uns wird hauptsächlich Trollarchitektur erwarten. Und ich mag Trollinstanzen genauso wie ich Trolle mag. Das sind einfach die besten von allen. Wir sehen hier viele verschiedene Räume. Wir werden uns zuerst durch einen langen Gang kämpfen und dann auf der Terrasse des Kriegsherrn unseren ersten Bosskampf bestreiten. Wir bewegen uns dann weiter, kommen über die einstigen Stallungen der Trolle in den Tempel der Vergessenen, wo sich uns der zweite Boss entgegenstellt. Schließlich kommen wir über die Raptorstelle zum zweiten Teil der Instanz, dem Aussichtspunkt von Drak'taron. Und hier wird sich dann uns vor malerischer Kulisse der letzte Kampf der Instanz präsentieren. Aber dazu mehr, sobald wir eine Instanzgruppe gefunden haben. Ich sehe euch dann. Auch Instant Invite. Dann schauen wir mal, was sich heute für uns als Gruppe ergibt. Gleich sind alle bereit und wir starten. Komm, letzte DD. Jetzt geht's los. Gleich werden wir sehen, was unsere Gruppe, aus was sie unsere Gruppe zusammensetzt. Wir haben Thuor, den Tau-Druiden, Berold, den ist es ein, ja, es ist ein Blutelf-Todesritter, Gorosch, den Ork-Schaman und Blaster, den untoten Hexenmeister. Nun hier am Anfang der Instanz sehen wir ein paar Totenbeschwörer, die gefallenen Trollkrieger zu ihren Sklaven wieder wecken und wir müssen beide besiegen. Die Totenbeschwörer machen eine kleine Void-Zone auf dem Boden. Das ist ein schwarzer AE-Effekt, aus dem wir herauslaufen können. Er bewegt sich nicht, macht aber jede Menge Schaden, wenn man denn drin steht. Wir werden mal schauen, dass wir nach der Mobgruppe, oh, wir machen es einfach jetzt mal durchbuffen können. Mal für ein bisschen Mana rausballern. So. Unser Equipment sollte für diese Instanz mittlerweile fast ausreichend sein. Es gibt nur einen Bosskampf, zu dem wir sicher noch kommen werden, wenn unsere Gruppe gut genug ist, der uns übermäßig fordern wird, sowohl Mana als auch heiltechnisch. Bei diesem Bosskampf kann auch jede Menge schief gehen. Ich freue mich schon schaudrig drauf. Hier sehen wir eine dieser Void-Zonen. Ich gehe mal ein Stückchen näher ran. Wenn wir da drin stehen bleiben, haut uns sehr schnell aus den Latschen. Ansonsten tankt unser Druide jetzt nicht so viel Leben, aber Leben, wie wir bei uns sehen, oder Equipment ist nicht alles. Unser Tank bleibt in der Holzen ein bisschen demonstrativ stehen, um etwas zu looten. Und diese Gegner fielen recht schnell zu Boden. Und das ist auch erstmal das erste Thema dieser Instanz, die untoten Trolle. Ihnen fehlt ein wenig Kiefer und sie sehen nicht ganz so hübsch aus wie durchschnittliche Trolle. Was schon... was jetzt ohne irgendwelche Troll-Zuschauer zu verschrecken... mäßig ist. Okay. Hier fressen ein paar Ghule die gefallenen Trolle. Wir werden sie mal schnell ablenken. Und hier patrouillieren solche getriebenen Spucker. Diese Monstrositäten können wir...
einzeln ausschalten, wenn wir die Mobs aus dem Raum herausziehen. Und jetzt greifen doch beide Monstrositäten auf einmal an und ich muss einen Mana-Trank schlucken, damit wir unseren Tank am Leben halten können. Das ist unsere erste harte Szene in dieser Instanz. Zwei von diesen Giftspuckern. Plus die Ghule, das kann ordentlich Schaden bedeuten. Ich werde mal mein Ultimate anschmeißen, wenn ich das Mana hätte. Okay, uns geht das Mana aus. Aber wir haben es geschafft, dank dem guten Damage unserer Gruppe durchzuhalten. Jetzt brauche ich aber erstmal eine kleine Sporenkapsel. Nom 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 nom. Okay, unser Krieger tankt schon mal ein bisschen, aber das hält er aus. Das Gute an Druidentanks ist, sie weichen sehr viel aus, haben durchschnittlich sehr viel Leben und sie haben viele Fähigkeiten, die passiv regenerieren, wenn sie Schaden zufügen. Und hier stehen wir vor dem ersten Boss der Instanz, Trollgrind. Und dieser Boss, er pullt, bevor wir Mana haben. Na, kleiner Fehler seinerseits, aber hey. Trollgrind wird immer wieder Leben entziehen, um sich selbst zu buffen. Je länger der Kampf dauert, desto stärker wird er zusätzlich spawnen. Kleine Rats, auch denen entzieht Trollgrind Leben und wird dadurch stärker. Ihm steigert sich dann ein Buff hoch, der den Schaden erhöht. Hier landen gerade die Fledermaus-Eindringlinge, die Trolle, die ihre Festung zurückerobern wollen. Und da fällt er schon. Erstaunlich schnell. Nicht schlecht. Und Platte. Platte, Platte, Platte. Wir haben nur einen Plattenträger in der Gruppe. Und er ist Todesritter und hat wahrscheinlich schon alles. Hier kommen wir zu den Stallungen. Eine kleine Erinnerung an unsere Ajolnerub. Instanz, wir kämpfen gegen Spinnen. Diese sehen etwas anders aus, sind echte Spinnen, keine Neruba. Wir sind meistens Trolle eingesponnen. Für eine Quest muss man hier eine Orkin befreien. Da wir die Quest schon gemacht haben, müssen wir sie jetzt nicht unbedingt herausholen. Beziehungsweise es werden nur Trolle in den... Hier sehen wir uns einer, der befreit wurde und jetzt gegen uns kämpft. Deshalb können wir die ruhig auslassen. Kein Herz für Trolle an dieser Stelle. Schon wieder, aber hey. Hordentrolle sind immer noch die besten Trolle. Alle anderen Trolle gehören unter die Erde. Wir befinden uns jetzt im nordöstlichsten Teil und geben uns jetzt in den Tempel der Vergessenen. Dort steht uns ein kleines Event bevor, mit dem freundlichen Herrn Novos, der Beschwörer. Und der wirft ein Schild an, sobald man ihn pullt. Und von diesem Zeitpunkt an spawnen in dieser Treppe, die wir gleich noch genauer sehen werden, konstant Untote. Und sobald die hier unten ihn erreichen, ja, soweit ist es eigentlich in meiner Spielzeit noch nie gekommen. Also weiß ich nicht genau, was dann passieren wird. Aber Novos wird regelmäßig Beschwörer zu seiner Hilfe rufen. Sobald wir diese ausschalten, werden diese Energiekristalle zerstört. Und was passiert, wenn wir in dieses Schild hineinlaufen? Wir werden geslowt und erleiden Arkanschaden. 1500, der uns fast die Hälfte des Lebens kostet. Aber in dem Bosskampf ist es noch nicht so wichtig, dass wir viel Leben halten. Unser Todesritter kümmert sich derweil alleine um die Gegner hier. Ja, sind jetzt nicht die Bombe. Okay, zwei sind down, zwei sind noch da. Hier kommt der nächste Kristallwirker. Warum würde er denn eigentlich sie rufen? Ich meine, ihm geht's doch ganz gut unter seiner Blase und schließlich werden seine Kristalle zerstört, sobald die umhauen. Blizzard-Logik. Er ruft um Verstärkung. Sogar sehr schnell. Und ganz schnell gehen auch seine Kristallwirke down. Und sobald der letzte besiegt ist, beginnt der Bosskampf, unser sozusagen die Phase 2. Sicher seht ihr, dass alles vergebens ist. Wir sehen es leider noch nicht, also zeig es uns bitte. Er ruft einen Blizzard, wie es viele Lichs machen. Eismagie ist seine Spezialität. Nicht besonders stark, dann wirkt er noch eine Art Fluch, der uns Schaden zufügt. Den können wir aber leicht gegenheilen. Selbst mit uns wenig Leben, unserem wenigen Leben. Unsere Gruppe steht gut im Blizzard. Kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Und umsonst. Und wir haben wieder Platte, scheint als wäre Platte mal wieder wie im Nexus unser Thema.
Aber vielleicht droppt ja der Endboss noch was Gutes. Wer weiß, letztes Mal hat es auch geholfen, als sie gesagt hat, wir brauchen noch eine Stoffrüstung. Wie wär's denn mit epischen Schuhen? Oh, eine damage-starke Szene. Hier kommen nämlich ganz viele Fledermäuse, die zwar alle sehr schnell tot gehen, aber am Anfang sehr viel Schaden machen. Ging ja gerade noch mal gut. Wenn man hier nicht aufpasst, ein Stab mit Stärke, der ist nichts für uns. Wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwas drin sehen haben. Ich wäre ja auch über graue Schuhe schon sehr froh. Ja, kein Glück. Ich nehme es mal hier nicht so genau mit dem Looten, weil viele werden einfach weiterrennen. Und hier kommen jetzt die Raptorenstelle. Und auch unser dritter Boss wird etwas mit Raptoren zu tun haben. Zumindest mit gut gefütterten Raptoren. Denn dem ging es definitiv gut bei seiner Pflege. Die Raptoren kommen normalerweise mit einem Reiter auf dem Rücken. Ebenfalls immer noch Untote. Die Trolle hier wurden komplett... Oh, was ist das? Ich sehe ein Hinterteil. Ich sehe ein riesen Hinterteil. Der streckt es uns entgegen, wie auch Anubarak. Und dieser Boss ist sehr damage-stark. Das heißt, er wird unserem Tank einen Buff geben. Also einen Debuff in dem Fall, der den erlittenen Schaden stark erhöht. Er wird uns vieren, deshalb gebe ich mir schon mal einen Furchtschutz. Des Weiteren sind hier überall in den Stellen natürlich noch weitere Raptoren drin. Wenn wir gefiert werden, in die Raptoren laufen in unserer Furcht, werden wir...